Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu meinem großen Stephen King Special. Ihr seht es ja auch hier schon, mein Stephen King Regal ist heute im Fokus. Stephen King ist ohne Frage einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ich meine, mehrere seiner Bücher sind meine absoluten Lieblingsbücher. Ich habe in den letzten Monaten hier auf BookTube viel über ihn berichtet. Es kommen immer wieder neue geniale Meisterwerke von ihm und es ist einfach, glaube ich, alles Grund genug, um diesem Schriftsteller jetzt einfach endlich mal sein lang verdientes eigenes Video zu widmen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Fragen ich auch in Bezug auf Stephen King bekomme. Deswegen versuche ich, die in diesem Video zu klären, euch zu sagen, was eigentlich die Faszination dahinter ist, welche Bücher ich am liebsten mag, welche sich für Einsteiger vor allem gut handeln, weil glaubt mir, das ist die Frage, die ich wirklich am meisten gestellt bekomme. Und gleichzeitig, auch wenn ihr gar keine Stephen King-Fans seid oder welche werden möchtet, ist dieses Video vielleicht auch das Richtige für euch. Bleibt einfach dran, lasst euch überraschen und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit diesem Video und mit meinem absoluten Lieblingsautor. Erstmal ist natürlich die Frage, was fasziniert mich eigentlich so krass an Stephen King? Und ich glaube, das ist alleine schon schwer zu beantworten, weil Stephen King so unglaublich vielseitig ist. Er kann sowohl ganz klassischen Horror schreiben, als auch Thriller, als auch normale Romane, als auch Fantasy. Also es gibt wirklich, glaube ich, nichts, was Stephen King nicht schreiben kann. Das ist es, glaube ich, was Stephen King für mich persönlich zu einem großen Maße ausmacht. Das ist es aber auch, was es so schwierig macht, ein Einsteigerbuch zu empfehlen. Und da sind wir eigentlich gleich beim ersten Punkt auf der Tagesordnung für das heutige Video. Ich möchte euch Bücher empfehlen, mit denen ihr eventuell anfangen könnt, Stephen King zu lesen. An dieser Stelle ist es vielleicht erst einmal interessant zu wissen, mit welchem Buch ich denn eigentlich angefangen habe. Und das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, war Der Fluch. In Der Fluch geht es darum, dass ein Mann eine Zigeunerin überfährt und diese ihn mit einem Fluch belegt. Sie sagt nämlich einfach nur dünner. Und das kann unser Protagonist eigentlich gut vertragen, weil er stark fettleibig ist und schon bald, nachdem die Frau diesen Fluch ausgesprochen hat, wird er tatsächlich dünner, nimmt ab, yay, er freut sich total. Aber das Ganze wird dann so verheerend, dass das Ganze ein Kampf um Leben und Tod wird. Mit diesem Buch habe ich, wie gesagt, angefangen und es war ein guter Einsteiger-King, einfach weil er zwar diesen gewissen Horroraspekt hatte, aber jetzt nicht so extrem gruselig war. Also es war noch irgendwie eine gute Mischung zwischen Realismus und auch fantastischen Elementen und halt auch diesem Grusel und dem Horror. Es war auf jeden Fall ein guter Einsteigerroman, weil er mich einfach irgendwie gecatcht hat und schaut mich an, wo ich jetzt bin. Ich bin ein Riesenfan von ihm geworden. Das spricht wahrscheinlich für sich. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass Der Fluch nicht sein bestes Buch ist. Ich hätte dem, glaube ich, damals 4 Sterne oder so gegeben. Ist eventuell mal ein Reread wert, aber für mich war es auf jeden Fall ein guter Einstieg. Für viele sonst würde ich allerdings Carrie empfehlen. Und Carrie ist auch sein Erstlingswerk. Das erste Buch, das er wirklich auf den Markt gebracht hat. Und deswegen eignet es sich, glaube ich, auch wirklich gut für Einsteiger. Es ist ein etwas anderer King, aus dem Grund, weil es in Zeitungsartikelform geschrieben ist. Das bedeutet, dass hier die Geschichte von Carrie aus ganz realistischer, sachlicher Sicht quasi gezeichnet wird. Und das ist eigentlich bei ganz vielen Büchern von Stephen King der Fall. Deswegen ist das hier trotz seiner sehr außergewöhnlichen Form vielleicht das Richtige, um da einfach mal reinzuschnuppern. Es geht nämlich um Carrie. Die wird in ihrer Schule ziemlich krass gemobbt, was unter anderem auch daran liegt, dass sie eine sehr religiös fanatische Mutter hat und sie quasi keine Ahnung vom Leben hat, weil sie nicht einmal weiß, was ihre Periode ist und die dann das erste Mal in der Mädchendusche in der Schule bekommt und wie gesagt stark gehänselt wird und aber auch gleichzeitig immer wieder telekinetische Fähigkeiten entwickelt und diese dann irgendwann nutzt, um sich an ihren Peinigern zu rächen. Ich glaube, viele von euch werden diese Geschichte kennen, unter anderem wegen des zumindest den großartigen Horrorfilm aus den 70ern, glaube ich, mit Sissy Spacek und John Travolta, den kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Der war grandios, viel mehr als die schreckliche Neuverfilmung mit Chloe Grace Moretz. Aber auch wenn ihr die Story schon kennt, ist es trotzdem ein richtig gutes Buch, weil es einfach auch wirklich kurz ist. Es hat gerade so 300 Seiten, man kommt da super schnell durch. Und ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall warm werden mit Stephen King, wenn man das hier liest. Wenn man es ein bisschen weniger gruselig bzw. realistischer einfach haben will, dann empfehle ich euch zum Einstieg Sie von Stephen King. Das ist nämlich auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher, nicht nur von Stephen King, sondern überhaupt. Und es ist mehr oder weniger ein Thriller und gar nicht so sehr ins Horrorgenre anzusiedeln, meiner Meinung nach. Es geht hier um einen Autor, der einen Verkehrsunfall hat und dann von seinem selbstproklamierten allergrößten Fan aufgegabelt wird. Dieser Fan ist nämlich Annie Wilkes, eine der schlimmsten Horrorbuch-Protagonisten, glaube ich, überhaupt. Und was die dann mit ihrem Lieblingsautor anstellt,
Das ist wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel, das ist extrem brutal, aber einfach nur genial und auf jeden Fall spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Hier lernt man einfach den etwas realistischeren, psychologischeren King kennen und es ist auf jeden Fall ein richtig guter Einstieg, wenn man nicht so Bock hat auf diese fantastischen Elemente, die es ja bei Carrie und auch bei S zum Beispiel wirklich en masse gibt. Und ansonsten ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einfach mit seinen Kurzgeschichten zu beginnen. Denn neben seinen vielen, vielen, vielen Romanen, die er geschrieben hat, gibt es von Stephen King auch den einen oder anderen Kurzgeschichtenband. Und das ist vielleicht ganz gut, um da einfach mal reinzuschnuppern, weil da merkt man dann auch, wie er schreibt, was er für Geschichten schreibt, wie sein Stil so ist und so weiter und so fort. Und es gibt viele Kurzgeschichtensammlungen, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Auch wenn ich Bazar der bösen Träume zum Beispiel nicht so super gut fand, wenn man alle Kurzgeschichten zusammen sich anguckt, waren hier doch ein paar richtige Hammergeschichten dabei. Und vor allem Böser kleiner Junge aus dieser Kurzgeschichtensammlung kann ich euch nur ans Herz legen. Ich glaube, das war es jetzt erstmal an Einsteigertipps für euch. Wie gesagt, ihr müsst einfach irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie Stephen King schreibt, was er schreibt. Und wenn man das einmal drin hat und einfach seinen Stil kennenlernt, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die ihn feiern. Und das ist ja auch etwas, was ich gerade in letzter Zeit irgendwie viel beobachte. Gefühlt hat Stephen King zurzeit so eine kleine Renaissance. Nicht nur auf BookTube, sondern allgemein. Es gibt viele TV-Serien, die auf seinen Werken basieren und ja auch viele Verfilmungen, von denen man teilweise überhaupt gar nicht weiß, dass sie von Stephen King kommen. Zum Beispiel The Green Mile oder Die Verurteilten. Zwei Filme, die grandios sein sollen, die ich beide noch nicht gesehen habe. Und die halt auf Kurzgeschichten oder ganzen Romanen von Stephen King basieren. Und so kommen jetzt ja auch in nächster Zeit einfach viele Verfilmungen noch von ihm. Unter anderem natürlich die Neuverfilmung von S, die ins Kino kommt. Da freue ich mich mega drauf. Aber auch Der Dunkle Turm. Der Dunkle Turm ist eine grandiose Fantasy-Reihe, die aus 7 bzw. 8 Büchern besteht. Ich habe davon bisher nur den ersten Teil gelesen, aber seitdem der Trailer zum Film rauskam, meine Güte, habe ich wieder Bock auf diese Reihe. Ich habe sie auch komplett hier stehen und deswegen werde ich sie jetzt definitiv in nächster Zeit lesen. Und daran sieht man halt auch wieder, wie vielfältig er ist, weil er auch einfach mal so eine 8-teilige Fantasy-Reihe aus dem Ärmel geschüttelt hat. Also wie schafft Stephen King das? Wirklich, er schreibt so viel, er hat so grandiose Ideen, so viele verschiedene Genres und ja, ich finde ihn einfach nur großartig. Ich liebe seinen Schreibstil, ich liebe seine Geschichten, ich liebe seine Brutalität und seinen sehr vulgären Schreibstil teilweise. Also ich glaube, wenn Leute sich über Dinge wie Paper Princess mokieren, dann sollten sie nicht anfangen, Stephen King zu lesen und irgendwelche Aussagen oder sonst irgendetwas rauszufiltern, denn die kommen nicht direkt von Stephen King, sondern einfach von seinen Charakteren. Er lässt einfach Charaktere so unglaublich dreidimensional wirken. Sowohl die Antagonisten als auch die Protagonisten. Er hat einfach ein Gespür dafür, das Böse zu schreiben und es trotzdem irgendwie menschlich zu machen und umgekehrt außerirdische Dinge zu schreiben und die irgendwie menschlich zu machen. Es ist einfach grandios, wie er mit Charakteren umgeht. Und ich finde tatsächlich, dass Stephen King einer der größten Autoren ist, was das Gespür für Charaktere einfach angeht. Alles in allem gibt es so viele Gründe, warum man Stephen King feiern kann. Und wie gesagt, seine Charaktere, sein Schreibstil und seine Spannung gehören da auf jeden Fall zu. Allerdings muss man auch immer sagen, dass Stephen King wirklich, ja, wie soll ich sagen, nee, langweilig ist zu viel gesagt, aber einen sehr ausführlichen Schreibstil hat. Er nimmt sich wirklich Zeit für seine Geschichten. Ich meine, es gibt auch ein 1700 Seiten dickes Buch von ihm. Nämlich The Stand. Das habe ich euch ja gerade erst in meinem Lesemonat gezeigt. Und auch hier möchte ich noch einmal kurz darüber sprechen. Es ist ein 1700 Seiten starkes Stück, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Hier geht es darum, dass ein Supervirus quasi fast die gesamte Weltbevölkerung ausgelöscht hat. Und ja, wie halt mehrere Lager quasi sich bilden und dann ein Kampf auf Leben und Tod und von Gut gegen Böse quasi zustande kommt. Das ist natürlich ein unglaublich langwieriges Buch. Ich meine, bei 1700 Seiten ist es klar, dass dort irgendwo Längen vorhanden sein werden. Aber trotzdem fand ich es wirklich richtig gut. Das ist wirklich eines seiner allumfassendsten Einzelwerke. Damit ist es nicht unbedingt geeignet für Einsteiger, einfach weil man einen sehr langen Atem haben muss. Aber es ist wirklich ein geniales Stück Literatur, das man gelesen haben muss, wenn man ein Stephen King-Fan ist. Apropos gelesen haben muss, es gibt für mich einfach so ein paar Essentials, die man einfach gelesen haben muss, wenn man ein richtiger Stephen King-Fan ist. Und dazu gehören für mich auch Shining und Friedhof der Kuscheltiere. Auch so zwei Begriffe, die man
aus der modernen Horrorliteratur eventuell kennt. Gerade Shining wurde ja auch verfilmt von Stanley Kubrick mit ziemlich zwiegespaltenen Meinungen im Endeffekt. Stephen King selbst hat ja gesagt, dass ihm der Film überhaupt nicht gefallen hat. Und dann hat er auch sogleich eine eigene Neuverfilmung gestartet. Die habe ich allerdings noch nicht gesehen. Aber das Buch war wirklich genial und ist eines seiner besten. Und gerade Friedhof der Kuscheltiere hat natürlich diesen Gruselfaktor, den man wirklich in klassischer Horrorliteratur ganz häufig hat. Und auch hier ist er wirklich mega gut. Und auch dieses Buch habe ich gefeiert. Nichtsdestotrotz gibt es aber ein Buch von Stephen King, das ich persönlich am meisten liebe und das für immer vermutlich mein absolutes Lieblingsbuch sein wird. Nämlich ist das Es. Das lese ich tatsächlich zurzeit nochmal, einfach weil ich es so sehr liebe. Ich höre es als Hörbuch, wunderbar vertont von David Nathan, und das lässt mich dieses Buch einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erleben, und ich liebe es einfach. Ich liebe es wirklich einfach. Es ist einfach ein 1500 Seiten dickes Buch, das aber keine einzige Seite Langeweile bietet. Es hat eine so dichte Atmosphäre, einen so genialen Schreibstil, so präzise Charaktere und so ein tolles Setting einfach, und alles an diesem Buch liebe ich, und ich hoffe einfach, dass sie den Film nicht verkacken, der jetzt bald dazu in die Kinos kommt. Das ist also definitiv eines meiner absoluten Lieblingsbücher, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblingsbuch. Nicht nur was Stephen King angeht, sondern auch was Bücher Allgemeinheit angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt für Einsteiger das Richtige ist, wieder wegen seiner Länge, aber ich glaube, weil dieses Buch einfach so genial ist, ist es auch richtig gut für Leute, die noch nie was von Stephen King gelesen haben. Und ich warte immer noch darauf, dass mir jemand irgendwann mal die Neuauflage schenkt aus dem Heine Verlag oder bis ich mir sie mal selbst kaufe, weil dieses Buch ist so geliebt, dass es wirklich rundgelesen ist, und ich brauche einfach die Neuauflage, die ungekürzt ist, damit ich dieses Buch nochmal in seiner ganzen Länge erleben kann. Und ich schaue gerade mal, ob ich euch noch irgendwas erzählen kann über Stephen King. Ich meine, es gibt ja, ich nehme die gerade mal, eine Trilogie, die er gerade vor kurzem geschrieben hat, nämlich die Mr. Mercedes Trilogie. Die ist tatsächlich eher ein Krimi oder ein Thriller, nur mit ganz, ganz wenigen übernatürlichen Aspekten, aber auf jeden Fall auch eine Trilogie, die mir wirklich gut gefallen hat, die jetzt für mich ein etwas anderer King ist, der einfach noch realistischer und noch mainstreamiger irgendwie ist. Und da gibt es auch bald eine eigene TV-Serie zu. Also ich könnte mir vorstellen, dass spätestens, wenn die TV-Serie dazu ausgestrahlt wird, wieder ein Hype darüber ausbricht. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, einfach weil die Bücher wirklich auch super sind. Ansonsten habe ich auch viele Bücher noch hier, die ungelesen sind von Stephen King. Einige sind tatsächlich noch auf meinem Sub. Und ich habe auch einige noch gar nicht hier, weil er einfach so viele Bücher geschrieben hat, dass ich die gar nicht alle nachkaufen konnte bisher. Aber das wird auf jeden Fall in naher Zukunft passieren. Und ich habe gerade jetzt so richtig, richtig Bock auf Stephen King, weil er einfach das richtige Maß an Anspruch und Unterhaltung hat für mich. Und ich glaube gerade, ich kann es nur wieder nochmal betonen, seitdem ich hier in meiner ein wenig Leben-Flaute stecke, ist Stephen King das Richtige, weil er einfach das richtige Mittelmaß hat. Man kann sich von seinen Büchern irgendwo brieseln lassen, aber irgendwie steckt doch immer noch mehr dahinter, als dass der Horror-Unterhaltungsgrad darauf zu schließen lässt. Das waren jetzt ziemlich viele Infos für euch und von mir und auch für meinen Kopf und keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick darin bekommen, warum ich Stephen King eigentlich so sehr liebe, was meine Lieblingsbücher sind und womit ihr vor allen Dingen anfangen könnt, falls ihr mal Bock habt, was von Stephen King auszuchecken. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.